Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal auf der Kornwelt unterwegs auf unserer 16-Fach-Karte und wir sind bereits in Folge 388 und ich mache gerade die Erstbestückung. Das ist immer das, was am längsten dauert. Das heißt also, die Jungs jetzt erstmal hier auf die richtige Fährte zu bringen, sag ich mal so. Ne, hier steht der nächste Kollege, der dann ganz nach hinten fahren soll. Oder einer von denen halt sozusagen. Ich fahre jetzt hier auf die Straße drauf und benutze sonst den Seitenstreifen noch ein bisschen mit vom. So, falls mir jetzt irgendwas entgegenkommt. Ich mache hier noch die Rundumleuchten an. Wenn etwas entgegenkommt, werde ich halt auf den Seitenstreifen ausweichen. Und wir müssen den Spaß jetzt erstmal nach hinten bringen. Und dann gucken wir mal. So. Ja, ich sehe gerade, der Drescher ist voll, der andere. Dann werde ich ihn jetzt erstmal hier an der Seite stehen lassen. So. Werde mal eine Runde durchskippen zum Überladewagen, der den freundlichen Drescher da betreuen möchte. Da ist der Drescher. Und hier steht auch irgendwas. Stand irgendwas hier neben oder so? Hier steht was. Das ist doch gut. Sehr schön. Dann fahren wir doch gleich mal ran. So, und den können wir auch gleich mal leer machen. Ja, die Alternative, die ich jetzt überlege, ist natürlich, dass man die großen Bins dementsprechend, also die großen 175.000 Liter Behälter vergisst, dass man die Dings auch vergisst, die Überladewagen, sprich das, was ihr jetzt gerade seht, bloß in neu, und auch die neuen Class, die davor sind, auch vergessen. Dass wir den ganzen Spaß verkaufen und für jeden Drescher einfach einen zweiten LKW mit Hänger dazu holen. Das heißt, dass immer einer da ist und der andere immer fahren kann, sozusagen. Das ist vielleicht eine Variante, die von der Abwicklung her etwas einfacher ist. Da müssen wir mal gucken. So, hier haben wir jetzt auf jeden Fall den. So, werde ich hier mal schön eine Runde fahren lassen. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ich jetzt hier gerade mache. Kann ich sagen, ich nehme jetzt einfach hier den Fendt hier. Und wenn ich dann gleich die dicken Jungs transportieren will, dann kann ich das mit dem hier machen, weil der ein paar km/h schneller fährt. So, gut, wir skippen weiter durch. Das ist also alles erledigt. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt wieder zum Star des Abends, nämlich zu ihm hier. Ja, mit ihm müssen wir nämlich jetzt erstmal ganz nach hinten. Theoretisch gesehen könnten wir dann schon starten und er könnte die Ernte schon programmieren, also den Cursplay-Kurs schon anlegen. Begründung ist eine ganz einfache. Er fährt auch hier auf dem Seitenstreifen 30, dann brauchen wir uns mit dem Verkehr auch nicht rumplagen. Wir programmieren das gleiche ein und starten ihn gleich. Und er kann ja dann dementsprechend vorläufig erstmal in die Dings arbeiten, in die Überladewagen arbeiten. Und die können ja zur Not dann in den normalen LKW erstmal laden. Aber ich bin mir echt nicht sicher, ob wir das nicht einfach stumpf mit zwei LKW-Zügen machen. Ich weiß, ich habe jetzt eine ganze Menge Arbeit gehabt, die ja hochzubringen, aber trotzdem. Das wäre ein flüssigerer Ablauf auf jeden Fall. Das haben wir ja zum Beispiel auf der Morrisland auch gesehen. Da waren die Felder ja auch nicht ganz klein. Da haben wir auf einem relativ großen Feld halt immer einen Drescher nur gehabt. Aber wir haben halt vier LKWs gehabt bei drei Dreschern, glaube ich. Und einer war halt immer am Abfahren und die anderen drei waren immer auf dem Feld. Und dann haben wir die immer durchgewechselt. Ne? Hier würde ich halt einfach bei jedem zwei Stück dazustellen. So, der John Deere ist oben angekommen. Das ist gut.
Nee, der John Deere ist nicht oben angekommen. Das ist ja ein Fan gewesen, sondern der Dings ist fertig. Der Streudünger. Das ist gut, weil das sollte ich dann auf jeden Fall jetzt erledigen hier auf der 33. So, entlassen aus, das aus. Den sollten wir dann nämlich eine Runde runternehmen. So. Den können wir nämlich jetzt mal ratzfatz eine Runde voll machen. Indem wir den beim Lager wieder füllen. Und dann schon runterfahren, da wo jetzt noch der Drescher am Arbeiten ist. Weil da muss er nämlich als nächstes streuen. So, das ist das. Aber das kriegen wir hin. Ja, die Sämaschine ist auch gerade fertig. Das ist sehr gut, weil dann wissen wir nämlich, dass wir ein Feld gar nicht mehr machen müssen. Nämlich die 34 dürfte dann zu Ende sein, also fertig sein. Das ist sehr gut, das ist einen Arbeitsgang komplett gespart. Brauche ich dann also auch nicht in Windeseile hinfahren und das Ganze runterholen, weil wie gesagt, dem Feld wird eh nichts mehr gemacht und wir haben auch eine zweite Sämaschine. Erstmal muss ich auf der 33 jetzt ja auch eine Runde rubbern. Das ist ja das, was auf der 35 gerade noch passiert. Da muss da nämlich als nächstes wieder eine Sämaschine hin. Ja, das kriegen wir alles hin. So, hier fahren wir rauf. Das ist schon mal richtig. Ich mache jetzt schon mal die Klappe hier hinten auf. Der dürfte jetzt hier automatisch befüllt werden. So. Wird nicht automatisch befüllt. Oh, jetzt wird er befüllt. Okay. Oh, es ist nicht mehr drin, ne? Okay. Dann wird es jetzt ja spannend. Aber wir haben auch noch was im Zug und ich glaube, wir haben auch noch was auf Lager. Dann sollten wir hier vielleicht wieder was rüberbringen, ne? Okay. Gut zu wissen, gut zu wissen. So, dann bringe ich, bevor ich den ganzen anderen Spaß da starte, den Spaß erstmal dahin. Holen wir die eine Sämaschine vom Feld. Gucken, ob wir auch zwischenzeitlich dann den Bescheid kriegen, dass der Drescher soweit ist und wir müssen den Drescher nicht, der Grubber soweit ist und wir müssen auf jeden Fall jetzt einen Grubber ansetzen auf dem neuen Feld. Nämlich auf der 33. Ja, das ist unser großer Fan. Der ist jetzt tatsächlich mal angekommen. Das war mal was Schönes. So, das Feld hier rechts muss jetzt gegrubbert werden. Das ist gedüngt. Kommt er hier gerade her? Das hat schon mal was. Irgendwas steht hier auf halbem Weg. Das dürfte eigentlich eine gefüllte Sämaschine sein, wenn ich mich nicht täusche. Das ist die Sämaschine, die hier schon die 35 dann gleich klar machen soll, wenn da der Grubber fertig ist. Ich glaube, der Grubber braucht auch nicht mehr lange. Das ist schon alles sehr löblich, muss ich sagen. So. Dann müssen wir mich doch die andere Sämaschine noch eine Runde füllen. Aber das kriegen wir hin. Ja, er hat natürlich einen relativ langen Weg, wie wir jetzt gerade feststellen. Aber auch das gehört dazu. Wir sind ja nicht auf irgendeiner kleinen Karte, sondern es ist eine 16-fach-Kornwelt. Da gehört Fahren halt mit zum täglichen Geschäft. Ne? Theoretisch gesehen sieht man mehr wie alles andere sogar.
Obwohl wir schon eine Menge unterwegs selber fahren lassen. So, ja, und da hat auch der Grubber die Aufgabe erreicht. Das ist sehr, sehr gut. Weil den Grubber, den möchte ich natürlich dann gleich eine Runde setzen. Ihn lasse ich jetzt hier stehen. So. Das ist die Sämaschine, die fertig ist. Die müssten wir füllen. Die steht in der Nähe von der Autobahn. Auch nicht schlecht. Kurs aus, das aus, Motor an, Licht vernünftig an. Und hier fahre ich jetzt erstmal runter. Bleibt trotzdem auf dem Standstreifen, weil eigentlich ist das eine Auffahrt, theoretisch gesehen. So, sehr schön. Ich weiß jetzt nicht, ob wir sie hier unter hätten gleich starten lassen können. Ich weiß es echt nicht. Aber ich fahre jetzt mal hier vorne hin, weil hier vorne steht ja der Überladepart. Das kriegen wir alles hin. So, Seite wechseln. Hier vorne müsste irgendwo ein Hänger stehen. Steht ein LKW, ein Drescher. Ne, es ist der Dünger. Der müsste aber trotzdem hier vorne irgendwo stehen. So, ich mache die Klappe hinten auf. Ich skippe mal weiter. Er will leer gemacht werden, okay. Hab aber die nächste Möglichkeit. Hier nur ganze 2 Meter entfernt. So. Da vorne steht er. Nee, habe ich nicht. Ich hätte ihn leer machen müssen. Ah, nein. Okay, gut. Dann fahre ich ihn jetzt kurz zum Leermachen. Und, nehmen wir dann den anderen, der hier eh vorne schon irgendwo steht. Ich will jetzt hier nicht in eine Schlucht fahren. Da muss man schon ein bisschen gucken, wo man ist, ne? So. Hier den vorderen hatten wir schon. Da machen wir hier mal was rein. Steige aus, versuche hinterweg zu klettern. Hier vorne steht der nächste oder noch einer. Da. Der muss dann jetzt zum Drescher rüber. Los geht's. Du kannst noch 2 Ladungen aufnehmen, mein Freund. Das ist einer der Gründe, weil wir natürlich ihn hier von der Kapazität her nicht nutzen. Ne? Wir nutzen immer nur 41.000 von der 53.000. Deswegen will ich jetzt echt überlegen, dass wir die zweiten LKW-Sets nehmen und den anderen Spaß einfach stumpf an der Stelle verkaufen, wo er jetzt steht. Die LKWs werden im Endeffekt billiger wahrscheinlich sein wie die anderen Fahrzeuge. So. Sehr schön, den fahren wir dann gleich immer eine Runde raus. Weil die LKWs, die großen, die fahren natürlich dann auch nicht wie der Klaas, den wir jetzt halt gekauft haben, mit 50 übers Feld oder 53 übers Feld, sondern mit über 80 übers Feld. Ne? Natürlich dann auch wieder so eine Geschichte dabei. So. Hier, Stück zur Seite haben wir. Der kann da stehen bleiben. Da machen wir mal das Schildchen aus. Ob ich jetzt hier noch irgendwas mitmache, muss ich mal gucken. Fahren jetzt auf jeden Fall einfach mal kurz zur Seite hier. Ein Stück vorwärts. So. Lassen hier stehen. So, das ist der Grubber. Das ist sehr gut. Den entlassen wir hier. Kurs aus, das aus. Wir scrollen zurück. Er hat ja tatsächlich nicht mehr Lichtfelden gerade ein. Er ist hier hinten an der 34 fertig.
Jetzt muss er vorne hin und dann die 33 starten lassen. Das ist jetzt der Punkt. Das müssen wir auch sehen, dass wir es hinkriegen. Und wir müssen auch die Seemaschine hier auf der 35 starten lassen. Das ist der gelbe Punkt, den wir hier vorne neben rechts von der 33 stehen sehen. Das sind die nächsten beiden Einsatzgebiete sozusagen. Aber das kriegen wir alles hin. Das kriegen wir einfach alles hin, glaube ich. So. Dumm, die dumm. Ja, ne, auch die Big Bats sind nicht die schnellsten. Da merken wir es gerade wieder mal, ne? So ist es halt. Aber wir kriegen das hin. Aber wir werden den Einsatz wohl leider erst in der nächsten Folge sehen, weil wir sind leider schon wieder am Ende der ganzen Geschichte. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen. Und ein Abo wäre natürlich klasse. Dann sage ich vielen, vielen Dank für die Unterstützung und bis zum nächsten Mal.